Ja, eine Abteilung des modernen Feminismus besetzen die männlichen Feministen. Warum aber noch lange nicht alle Frauen sie, trotz ihres offen zur Schau getragenen Bemühens, gut und hilfreich finden, das schauen wir uns heute an. Und ganz am Schluss zeige ich euch einen genialen Sketch über männliche Feministen, den ihr nicht verpassen solltet. Willkommen zur Tamara Show, präsentiert vom Nebelspalter. Ja, seit ein paar Jahren haben also Männer den Feminismus für sich entdeckt. Dieser Teil der Männer bezeichnet sich als Feministen. Sie wollen feministisch handeln. Oder besser, sie wollen zeigen, dass sie feministisch handeln, um Frauen zu demonstrieren, dass sie auf ihrer Seite sind. Also auf der richtigen Seite. Sie äußern sich dazu sehr oft und vor allem an Orten, wo andere mitlesen können. In den sozialen Medien zeigen sie entrüstet auf andere Männer, die sich uns gegenüber moralisch nicht einwandfrei verhalten. Oder sie schreiben in ihren Artikeln repetitiv, dass Frauen Opfer sind. Sie informieren die Welt darüber, dass sie als Männer Privilegien haben und verurteilen diese beschämt. Sie schreiben Feminist in ihr Twitter-Profil. Sie lassen die Welt wissen, dass sie von jetzt an gendern werden, wie diese beiden Chefredakteure da. Sie verkünden in der Öffentlichkeit Dinge wie: Wir brauchen mehr Frauen in der Politik. Wir müssen die patriarchalen Strukturen aufbrechen. Es gibt so viele Männer, die Frauen schlecht behandeln. Ich war am letzten Weltfrauentag. Brillante Komik nennt es die amerikanische Wissenschaftsjournalistin Debra Soh in ihrem Artikel Der Mythos Male Feminist. Debra Soh ist Autorin des Buches The End of Gender, das ich zum Gender-Diskurs empfehle. Sie vergleicht diese Komik mit der erfolgreichen Tarnung wilder Tiere vor ihrer Beute, und zwar im Sinne von: Diese Männer wüssten immer die richtigen Dinge zu sagen, sich entsprechend anzupassen, um das Vertrauen einer Frau zu gewinnen, um sie zu beeindrucken. Ja, und tatsächlich bin auch ich schon einigen dieser Male-Feministen, dieser männlichen Feministen begegnet. Etwa als ich mal was zum angeblichen Sexismus-Skandal in der Gamer-Szene twitterte. Das hier ist meine persönliche Erfahrung, worauf dann ein Frauenversteher erklärte, dass Sexismus im Gaming ein großflächiges Problem sei. Ich habe notabene nie gesagt, dass es Sexismus in der Gaming-Szene nicht gibt. Ja, und das Lustige ist ja, dass statt eines Arguments immer rapido die Antifeminismus- oder die Konservativkeule kommt. Ja, aber nur weil man gewisse Punkte am modernen Feminismus kritisiert, ist man ja nicht gegen den Feminismus grundsätzlich. Ich betone immer wieder, dass die Bewegung, als sie noch in ihrer ursprünglichen Form daherkam, also sich für die gleichen Rechte und Chancen für Frauen einsetzte, unglaublich wichtig war. Irgendwann ist sie dann falsch abgebogen, heute setzt sie sich vor allem dafür ein, dass Frauen eine spezielle Behandlung bekommen sollen. Aber gut, ihr seht, die männlichen Verbündeten der Frauen, sie stellen sich sofort auf unsere Seite, solange wir die richtige Meinung haben. Das Wissenschaftsmagazin Motivation and Emotion veröffentlichte 2017 eine Studie, die suggeriert, dass dieses Virtue Signaling, also im Spezifischen, wenn Männer sich für das Verhalten anderer Männer entschuldigen, ein Spiegelbild des moralischen Versagens einer Person ist. Titel der Studie: Ein reinigendes Feuer, morale Empörung verringert Schuld und dient als Schutzschild, hier Buffer genannt, vor Bedrohungen gegen die eigene moralische Identität. Ja, ich interpretiere das so: Man weist auf seine eigene eine Tugend hin und gibt vor, Buße für andere zu tun, um für seine moralisch unrühmlichen Taten nicht selbst in den Fokus zu geraten und attackiert zu werden. Ja, und der Sketch, den ich euch nachher zeige, der stellt das ziemlich gut dar. Es gibt unter den Prominenten dieser Welt einige Fälle, unter Nicht-Promis sicher auch, nur hört man davon halt weniger, wo sich selbsternannte Feministen als Verbündete der Frauen positioniert haben und gleichzeitig Frauen sexuell missbraucht haben, wie etwa Harvey Weinstein, der am Women's March mitgelaufen war. Oder mehrere Anti-Gamergate-Kritiker, die sich damals bei der Gamergate-Affäre öffentlich als Verbündete der Frauenbewegung in Szene setzten, aber offenbar selbst mit Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs konfrontiert waren. Einige haben deswegen ihren Job verloren. Artikel wie immer verlinkt. Ja, und das soll natürlich nicht heißen, dass alle männlichen Feministen unehrlich sind oder Dreck am Stecken haben. Das möchte ich wirklich betonen. Wenn sie ihre moralisch fehlgeleiteten Geschlechtsgenossen auf Twitter anprangern, ja, das kann natürlich auch aus ehrlichen und aus noblen Motiven geschehen. Nur, wenn man halt seine Pro-Feminismus-Qualifikation in der Öffentlichkeit bekannt macht wie eine Art Empfehlungsschreiben, liegt der Verdacht nahe, dass es einem um Anerkennung und Applaus geht oder einfach darum, sich selbst besser zu fühlen.
Seine Entrüstung zum Ausdruck bringen über unethisches Verhalten ist für manche Menschen ein Weg, um persönliche Schuld zu mildern, vor allem durch Überkompensation, schreibt das Wissenschaftsmagazin weiter. In einer Studie hat man diese schuldgetriebene Empörung untersucht. Die Testpersonen bekamen Informationen, sodass sie sich wegen eines bestimmten sozialen Problems schuldig fühlen, wie etwa Produkte bei einem Ausbeutungsbetrieb zu kaufen. Als Resultat dieser Schuld drückten die Teilnehmer größere moralische Empörung aus und billigten eine größere Strafe gegen die verantwortliche Gruppe, in dem Fall die Besitzer der Ausbeutungsbetriebe, um sich selbst besser zu fühlen. Ja, also was ich daraus nehme, Frauen sollten sehr, sehr vorsichtig sein bei männlichen Feministen. Ja, und um nicht missverstanden zu werden, dieses Video hier meint nicht jene Männer, die es einfach tun, Frauen unterstützen, Frauen helfen. Hier geht es um die Sorte, die ihre Hypermoral wie ein Gütesiegel in der Öffentlichkeit bekannt macht, sich mit dem ungefragten proaktiven Einsatz als Retter der Frauen inszenieren oder meinen, man muss uns helfen, einfach weil wir Frauen sind. Als ob wir uns nicht selbst wehren könnten. Und das hat dann auch etwas Bevormundendes. Ja, und auch wenn das offen zur Schau getragene Bemühen vielleicht modern und fortschrittlich wirkt, finden es noch lange nicht alle Frauen gut und hilfreich. Und ja, auch das muss man erwähnen, es gibt sexistische Idioten, es gibt auch solche, die Frauen anders oder schlecht behandeln, einfach weil sie Frauen sind. Es gibt Machtmissbrauch und es gibt Männer, die einfach arschig zu Frauen sind. Aber der ganz große Teil der männlichen Zeitgenossen diskriminiert Frauen nicht, sondern behandelt sie anständig und gleich wie die Männer. Unterstützt sie, aber sie tun es eben ohne es an die große Glocke zu hängen. Sie prahlen nicht mit ihrer Unterstützung. Das ist nämlich so abtörnend wie Männer, die sich rühmen, der Frau bei der Hausarbeit zu helfen. Ich bin für meine Frau eingesprungen. Ja, verweise an Ort und Stelle darauf, wenn du abscheuliches Verhalten bemerkst. Sei anständig zu Frauen und zu allen anderen auch. Sei unterstützend, spende ans Frauenhaus, stehe für Geschlechtergerechtigkeit ein. Aber tu's einfach und sprich nicht darüber. Und schreibe um Himmels Willen nicht jeden Tag ungefragt einen Klugscheißer-Tweet, der niemandem hilft, außer dir selbst. Ja, und das Phänomen der männlichen Feministen ist offenbar auch den Feministinnen aufgefallen. Sogar Saturday Night Live hat mal einen coolen Sketch gemacht und die sind ja eher im Liberal-Lager und nicht gerade bekannt für Feminismuskritik. I'm Dave. I'm Michelle. I gotta say, I really like your T-shirt. Oh, yeah? Well, the future is female. I know. Look. No. Okay, well, Dave, on behalf of all women, we thank you so much for your support. Hey, would you maybe want to hang out sometime? You mean like a date? Yeah, like a date. No, thank you. Okay, bitch. What? I'm wearing this shirt and you won't even let me nut? Hey, come on, man. I followed all the rules. Debatte eröffnet. Wie denkt ihr darüber? Seid ihr dem Phänomen auch schon begegnet? Ja, und wie denken eure Freundinnen und Frauen darüber? Lasst es mich wissen und teilt das Video, falls es euch gefallen hat. Vergesst das Abo auch nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.